So, hier hinten hin. Und alle drunter geschmissen. Das waren gar nicht mal wenig Trauben, tatsächlich. Ich hau mir außerdem mal so einen rein und schmeiß das hier runter. Und den Hammer brauchen wir nie, ganz ehrlich. Der versperrt uns so sinnlos die ganze Zeit einen Platz. Also ich mag den Hammer sehr gern, aber das war ja eigentlich immer unser Zeckenvernichter, ne? Aber in den Aschenlanden brauchen wir den ja null. Gefühlt. Die beiden natürlich schon. Huch, das hier sollte ich mal anlegen. Jo, und wie spät ist es? Ja, wir haben schon Nachmittag. Ja, aber ein bisschen können wir noch. Komm, let's go. Ich habe ein Vieh gehört. Da. Schon wieder geskillt. Geil. Es funktioniert. Was mache ich hier eigentlich? Warum kämpfe ich? Außerdem sollte ich mir mal alle ballern. In den Wanst hinein. Und außerdem das hier weg. Das hier weg. Und weiter gefeitert. Wow. Halt, 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 halt. Energieschild. Immer aufs Energieschild achten. Du bist tot. Nein, daneben. Der frisst schon echt Mana. Frisst, glaube ich, genauso viel wie ein Feuerball, ne? So. Ja, nehme ich erstmal dich. Nein, bleib stehen. Stirbst du? Bitte verbrenne. Und 51. Nice, es funktioniert. Der hat mit einem Leben überlebt, dreist. Und mir mein Energieschild zerstört. Das ist super dreist. Oh Mann. So. Sehr gut. Schon klar, ne? Ich kann jetzt theoretisch ewig weiter fighten, aber ich dachte mir, ich kümmere mich mal eben um die. Auch wegen Skillung. Den hier mache ich noch und dann hau ich ab. Na gut. Oder er haut ab. Ja, und deswegen hängen wir schon wieder auf einer Insel. Das ist echt nicht wahr, ne? Also hier wird ja nichts sein. Hier ist überall Wasser. Ein bisschen klettern. Über die Steine jumpen. Ich habe allerdings schon wieder Angst, wenn ich diese Ruine sehe. Und hier sehe ich zum Beispiel sehr viele Felsen. Also sehr viel Wasser ohne Felsen, meine ich. Ne? Das ist natürlich dann alles sehr kritisch. Wenn ich mal hier drauf gehe, so, bringt mir das gar nichts, ne? Schaffe ich das darüber? Selbst wenn. Diese Inselgruppe wird mir nicht weiterhelfen. Theoretisch müsste ich wieder mit dem Schiff fahren. Da sehe ich Bäume. Da fahre ich jetzt erstmal. Weil ich gerade beim Schiff war, gehe ich erstmal hin. Ja, ich weiß, hier sind 1000 Feinde. Ich laufe trotzdem durch. Tschüss. So. Ja, die bewerfen mich natürlich mit Steinen. Das ist natürlich super dreist. Ich hau mal ab und hoffe, sie verfolgen mich nicht. Ach, hier komme ich ja auch her, ne? Von den Bäumen. Mal gucken, was es da so gibt. Weil wenn ich da irgendwo Land sehe, kann ich da vielleicht auch so rüber, ne? Zum Beispiel hier war ja auch so eine ganz kurze Landzunge nur. Vielleicht gibt es das da hinten nochmal. Also hier oben. Also ist das ja doof. Ich habe keinen Bock, nur schon wieder mit dem Schiff fahren zu müssen. Boah. Oh nein. Ach so, ich dachte, er ist gestorben. Ist er nicht. Vorsicht, geh aus dem Wasser raus. Wer ist da? Ja, ich bin's. Pass mal auf dich auf, Alter, du bist gleich tot. Buddy.
Du machst das schon. Tschüss. So. Ja, es wird ein wenig dunkel, ne? Wir sollten zurückgehen. Ich gehe mal da so an diese Spitze hier so oben hin und guck mal nach da. In der Hoffnung, da irgendwas. Aber nichts, ne? Ey, es kann doch nicht wahr sein, dass wir schon wieder mit dem Schiff los müssen. Ich habe so keinen Bock, ne? So keinen Bock. Aber so oder so müssen wir kurz pennen gehen. Es wird nämlich sehr dunkel. Ich sehe wieder gar nichts. Oh, da kommt ein Hässlicher. Ja, mit deinem Loot. Und kommt da noch ein Hässlicher? Nee, schade. Weil den Loot hätte ich auch gerne mitgenommen. Da liegt noch Loot. Und Loot, wissen wir ja, tut gut. Aha. Oh. Macht ja gar keinen Schaden an ihm. Ja, da sollte ich vielleicht doch bei Frost bleiben. Hä? Oh. Na komm her. Hm? Na komm her. Oh, vielleicht sollte ich mal nicht ins kochende Wasser gehen. Ja, doch, doch, doch. Das macht schon ordentlich Damage, wenn es erstmal trifft. Halt, ich koche, ich koche. Aufpassen, wenn sich Dampfwolken bilden. Und er ist tot. Und sein Loot hätte ich auch ganz gern. Deswegen gehe ich mal hier auf diesen Stein. Und jump hier runter. So. Und schneller Land. Na los. Wow! Oh, das ging aber schnell. Das ging doch sehr schnell. Alles klar, gut. Ich würde sagen, zurück. So, da sind wir. Und dann würde ich sagen, wir schmeißen hier mal alle drunter. Vor allem hier auch dieses neue Fleisch, ne? Ich erinnere mich daran, dass das gebratene, also dass das Fleisch von der Seeschlange, von der alten Seeschlange, also von der normalen, mit das beste Food war, was man herstellen konnte, oder? War das nicht sogar besser als das Mistland Food? Ich glaube ja. Und mir fiel auch eben gerade noch was ein, obwohl, machen wir das lieber am Tag? Ja, aber dann verschiebe ich es doch wieder. Das dauert auch nicht lang. Ich gehe mal kurz nach unten und hole mir mal zwei Kohlebrocken raus. So, zack. Und wenn ich mich recht entsinne, ach ja, stimmt, wir können auch Dinge nachfüllen. Einmal noch, ne? Komm, das mache ich auch eben. So und so. Und das sollte dann, glaube ich, auch erstmal langen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was vorbereitet. Gut möglich, dass es nicht reicht. Aber dann produzieren wir halt was nach, ne? Würde ich sagen. Und außerdem wollte ich noch Holz holen. Moment. Hier. Und zwar 4 Stück. So. Und dann gehen wir mal kurz nach oben. Halt, damit wir besser gucken können, lege ich ganz kurz meine Lampe an. Oh, ich habe außerdem Loot aufgesammelt. Weg damit. So. Oh, viel besser mit dem Licht, ne? Man sieht wenigstens was. Oh Mann. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Den hier. Zack. Und run scrollen. So, ineinander wollte ich die bauen. Aber natürlich genau. So. Und so. Und dann mache ich mal so, FFF. Das kopiere ich mal. Klammer zu und dann Loot. Bin ich schon wieder. Nein, nicht Loot! Gibt's denn da zu verzweifeln? So, dann hier, Klammer zu. Huch, laggedy lag. Tut. Ihr wisst es doch. Gut. So. Besser, ne?
Finde ich sehr gut. Ist ein bisschen komisch, dass es jetzt so überragt. Obwohl, andererseits mag ich das, weil das passt dann hier so mit dem so. Ne? Blut tut gut. Ja doch, finde ich gut so. Und ich bring mal kurz die Krone wieder weg. Und leg die Kapuze wieder an. Und pack die außerdem hier hin. Und dann fülle ich noch ein letztes Mal Eiter auf. Huch, ach so habe ich das aufgesammelt. Ups. Ich bin zu hoch gesprungen. Das war das Problem. So. Rein damit. Und rein. Hä? Ah da. Rein damit. So. Zack. Perfekt. Zugemacht. Und hochgerannt. Ja, das bringe ich jetzt schon mal weg. Die Stoffe. Die restlichen. Da sind gar nicht mehr so viele, ne? Ja, aber ich gebe es wieder ganz schön mau. Das ist aber noch okay. Ja, ja. Dann haben wir hier einen dritten. Und theoretisch Eiter können wir dann eigentlich auch nochmal nachfüllen. Ich schmeiße jetzt da vier hin. Hä, vier Kohle? Wollen wir die denn her? Ich frage mich immer noch, was Kohle droppt. Von den ganzen Sachen. Surtlinge, ne? Aber die droppen... Das eine Mal haben wir da so einen Ort gefunden, da waren irgendwie vier Kohle oder acht Kohle auf einem Haufen. Das kann ja ein Zwei-Sterne-Surtling gewesen sein. Aber es waren keine Surtlingskerne daneben. Dann ist es ja kein Loot, kein Surtlings-Loot, oder? Keine Ahnung. Irgendwas droppt auf jeden Fall Kohle. Wie dem auch sei, gute Nacht. Guten Morgen und es geht direkt weiter. Energieschild. Feuerheiltrank, ne? Safe ist safe. Und Energieschild mache ich dann. Plus die! Am Stolzieren mal wieder. So, Met. Da baller ich mal den. Und den. Oh, ist der ganze Met schon weg. Feuerhelm-Met, ne? Den kann ich nachproduzieren. Weil da gibt es ja keinen besseren, glaube ich. Oder gibt es besseren? Wenn die nur noch drei sind oder so, würde ich die nachmachen. Aber bis jetzt geht's ja noch. So, dann würde ich sagen, Energieschild. Und hindurch. So, Portal weg. Und das Ding weg. Ja, aber ich sehe es schon kommen. Ne? Wir müssen wieder Schiff fahren, glaube ich. Ich gehe nochmal nach hier oben und gucke, ob da hinten vielleicht Land in Sicht ist. Also wenn ich da Bäume sehe oder so, können wir da vielleicht irgendwie rüber. Weil ich würde gerne auf das Schiff verzichten. Ich fand das mit diesem Jumpen eigentlich deutlich besser, ehrlich gesagt. Da habe ich irgendwie... Also dieses Schiff ist dann doch wirklich klobig. Da können wir hin. Ich gehe mal nach da. Oh, hier ist eine Zwergenbase. Hallo, sei gegrüßt. Moin, moin. Schick, schick. Zwischen dem Straußenfahren habt ihr es euch heimisch gemacht, ja? Ist natürlich cute. Oh, was ist denn das hier? Ein Pavillon. Ja, man sieht nichts. So weit, so boring. Ja, man sieht auch nicht, ob da hinten irgendwas ist. Soll ich mal hier hoch und da versuchen rüberzukommen? Ich probiere es einfach mal. Komm. Vom Nichtstun kommen wir ja nicht. Geht's ja nicht voran. So, und du kommst mal her und stirbst. Sturzflug. Und... Tschüss. Oh Mann. Das war gerade irgendwie grausam, dieses Warten, bis er stirbt. Ah, da ist auch Land. Da, wo der Spawner ist. Das ist vielversprechender. Ich gehe da mal hin. Und versuche von da aus irgendwie rüberzukommen. Ich baller mir Nahrung. Damit wir auch einen längeren Ausdauerbalken haben. So, hier ist der Spawner. Da werden wir schon attackiert. Aber ich will natürlich gerne meine Ausdauer so lange sparen, wie es geht. Und wir kommen hier tatsächlich lang. Ja, hier geht es weiter. Bitte lass da noch Land sein hier hinter. Das wäre sehr nett. Wow, 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 wow. Vorsicht. Hier haben wir Pilze. Und hier auch. Rauchwölkchen. Her damit.
Das Land, ja. Hier ist noch ein Pilz. Oder ist es... Nee, das ist da, wo wir herkommen. Verdammt. da hoch? Also wir müssen hier ja irgendwie weg. Oh. So. Energieschild. So. Dann laden wir mal unser Mana auf. Gott sei Dank hat er ja so eine entspannte Wegsuche. Kriegst du es hin? Ja. Wohl nicht. Jetzt hat er sie gekriegt. Und ist gestorben. Sehr gut. Aber dein Loot hätte ich gern. Die paar Knochen. So. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach da. Ja, da schaffe ich es auf jeden Fall locker rüber. So. Und nach oben. Und hier rauf. So. Und hier rüber geslidet. Da haben wir einen Vulture. Komm mal her, bitte. Dann machst du nicht wieder so einen Überraschungsangriff wie eben gerade. Das war nämlich sehr dreist. Das da haben wir noch nicht erkundet. Und das ist Aschenland. Ja. Hier auf den Felsen. Ah, hui. Okay, wir haben es geschafft. Der Geier ist nicht hinter uns her. Gut. Bei den Ruinen habe ich immer Angst, ehrlich gesagt. Dass wir da dann nicht mehr... Also da waren wir schon so oft festgebackt, ne? Bei diesen Treppen und so. Wenn ich hier oben drauf bin, schaffe ich das darüber? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, sieht gut aus. Sogar ohne nass zu werden. Top. Und wir sind in neuem Gebiet. Na also, gibt's hier jetzt endlich mal was Neues für uns? Das wäre nett. Zwerge! Nein! Bitte lass die Zwerge in Ruhe. Alter, was geht denn hier ab? Oh Mann. Übelst auf ihn eingehakt. So. Oh, da nochmal einen hiervon. Zack. Mit Schmackes Damage reingedrückt. Daneben, obwohl er direkt neben mir steht. Huch, dreist, habe ich trotzdem getroffen. Energieschild. Und der hat einen Stern, ne? Das darf ich nicht unterschätzen. Auch wenn es nur ein normaler ist. Immer wenn sie brennen, rennen sie weg, ne? Wenn ich Schaden gemacht habe und sie brennen, dann hauen sie ab. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen bescheuert gemacht, ehrlich gesagt. Weil, hä? Vor allem sind die doch verkohlt und sie glühen ja sogar noch. Oh, das nervt so, ne? Sorry, aber die, da haben sie sich wirklich nervige Mobs überlegt. Sehr gut. So, Springen verbessert. Da, das meine ich, und es läuft da weg. So, um dann festzustellen, oh, stimmt, da war ja ein Feind und dann dreht er um. Da, jetzt dreht er um und greift wieder an. So, Elementarmagie 54. Jo. Kann man mal haben. Ja, tatsächlich, ne? Der Stab der Spaltung ist eigentlich okay vom Damage. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir gerade permanent besser werden mit unserer Magie. Und dadurch natürlich auch mehr Schaden austeilen, ne? Logisch. Huch. Oh Gott sei Dank hat der uns nicht getroffen. Ich ihn aber. Und wo ist denn dieser Steineschmeißer? Na, warte. Und er läuft wieder weg. Ist das dreist? Gut. Ja, aber jetzt schon wieder nix. Das sieht schon wieder alles gleiche aus. Hm. Ja. Die Musik bringt's auf den Punkt.
Nein! So. Jumpen beim Energieschild machen. Das ist bei denen sehr wichtig. Schon wieder geskillt. 55. Geil! Jo, es stimmt. Der Stab ist richtig broken. Das gefällt mir natürlich. Also, ne, wenn das Spiel hier schon so den Schwierigkeitsgrad so hoch anzieht, dann bin ich ganz ehrlich, dann mache ich das auch. Also, wenn dann halt irgendwie ein Bug zufällig... Oh, ein goldener Krieger, da gehe ich mal... Oh, oder zwei normale. Ah, der ist fast down. Komm her. Tschüss. Und tschüss. Was war das? Ach, das war nur eine Grafik. Oh, er hat uns gesehen. Na gut. Huiuiui. Der hat auch einen verzögerten Schlag, ne? Das ist voll gemein, wenn man ausweichen möchte. Da, das meine ich. Und nochmal geskillt. Ja, dafür ist er natürlich top. Mit so viel Leben. Huiuiuiui, huiuiui. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich sollte hier mal nicht so großkotzig sein. Und außerdem mache ich dich mal platt. Mit deinen Steinen. Ah, hier ist ein Runenstein. Den lese ich gleich mal. So. Und hier lang. So. Und nochmal geskillt vielleicht. Dann haben wir zwei Level von dem gekriegt. Also ein Level haben wir schon gekriegt von ihm. Na komm. Tatsächlich nochmal geskillt. Level 57, Alter. Und da kommt noch einer. Bleib mal schön stehen. Und tschüss. So. Wie sieht es eigentlich mit unserem Inventar aus? Ist eigentlich noch okay. Wo gehen wir denn als nächstes lang? Eigentlich ja so da, ne? Weil wenn wir jetzt weiter nach Norden gehen, da sieht man es schon. Obwohl, hier ist das rote Wasser, ne? Eigentlich sollten wir schon irgendwie so in die Richtung gehen. Soll ich den da mal zerstören? Ja, ne? Wenn ich mich hier an den Stein stelle und... Oh, der hat mich gesehen, warte. Oh, Alter, wenn es ein Volltreffer ist, ziehe ich dem die Hälfte seines Lebens ab. Schon saftig. Ja, die Reichweite von dem Ding, ne? Ich probiere mal so. Nee, ist einfach nicht weit genug, selbst wenn ich 45 Grad baller. Nicht einer von den Projektilen hat getroffen. Na super. Warum hat der jetzt zum Beispiel getroffen? Manchmal verstehe ich dieses Projektil nicht so ganz. Da, das meine ich, ne? Ich bin gerade weggerollt. Aber... Da, und wenn er dieses Zustechen macht, dann kommt der Schlag sofort. Dreist. Und tschüss. Und du auch noch. Die effektivste Methode, die Dinger zu zerstören, ist tatsächlich mit Feuerbällen, glaube ich, ne? Ich glaube, ich habe das mal nachgezählt. 7 haben, glaube ich, gereicht.
Ich mach mal. So, zerstört. Und jetzt seid ihr dran. Eigentlich erst die, ne? Die sind schneller dazu. Wow, 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 Energieschild. Die haben weniger Life und die machen die ganze Zeit diesen. Die werfen die ganze Zeit mit Steinen. Ist natürlich dreist. So, stirbst du mal im Feuer. Dankeschön. So. Und dahin rein. Schade. Ich dachte, das trifft dann alle. Oh, Krieger. Mhm. Aber so ist es machbar. So ist es machbar. Also wir behalten immerhin die Kontrolle über den Kampf. Und wir skillen ordentlich Elementarmagie. Das ist natürlich der Oberburner. Weil das ja unsere Hauptkampfmagie ist auch. So. Wow, 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 wow. Hey, 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 ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Mein Stab ist gleich zerstört. Gott sei Dank habe ich mehr als genug andere dabei. Und nochmal geskillt. So. Na, komm. Du hast noch ein Life. Dreist. Ausgewichen. Der war gerade nass, ne? Wenn sie nass sind, sollte ich eigentlich den Froststab nehmen. Na, egal. Naja, komm mal her hier. Trau dich. Was? Ich wollte gerade sagen, nicht ein Projektil hat getroffen. Na also, jetzt aber. Tschüss. So, und hier sind noch Geier. So sei es.